Hi. Herr Busfahrer, ich bin stolzer Besitzer eines Einzeltickets. Ich bin so richtig stolzer Besitzer eines Einzeltickets. Wow. Du hast ein Einzelticket. Ja, aber sag jetzt mal, ich habe da so eine Frage. Darf ich damit umsteigen oder muss ich mir dann ein neues Ticket kaufen, wenn ich dann in einen anderen Bus einsteigen möchte? Na klar. Warum solltest du das nicht tun? Darf man das wirklich? Stopp. Darf ich mit einem gekauften Einzelticket eigentlich auch umsteigen? In einen anderen Bus oder in einer anderen Stadtbahn oder Straßenbahn oder Tram? Ich meine, das ist ja fast das gleiche alles. Ne? Okay, darf ich das eigentlich? Also ich habe mir jetzt ein Ticket im Bus gekauft, darf ich damit zum Beispiel in einen anderen Bus dann einsteigen oder muss ich mir dann wieder ein neues kaufen? Das ist auch tatsächlich eine Frage, die sehr, sehr oft gestellt wurde oder wird oder immer noch nicht wirklich hundertprozentig beantwortet wurde. So sage ich das mal. Ja, also. Man muss ja so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Arten von Tickets. Ja? Also zum Beispiel in der Region Hannover, da gibt es ein Kurzstreckenticket, ein Einzelticket, ein Tagesticket oder was auch immer. Da sagt ja auch schon der Name Tagesticket zum Beispiel etwas aus. Ja? Damit könnt ihr ja den ganzen Tag fahren. Nicht nur Bus, wenn ihr zum Beispiel eine Stadt habt mit einer Straßenbahn, könnt ihr dementsprechend, weil das ja meistens immer ein gleicher Verkehrsverband, also ein gleicher Verkehrsverband ist oder Verbund ist, auch dort mit der Straßenbahn fahren. Also von der Straßenbahn in den Bus oder vom Bus in die Straßenbahn. Natürlich könnt ihr damit auch umsteigen, zum Beispiel ein Tagesticket x beliebige Mal, ja, also solange wie das Tagesticket gültig ist, meistens bis Betriebsschluss 3 Uhr morgens oder so, könnt ihr dann praktisch auch das Ticket nutzen und beliebig umsteigen. Ich kenne eine Situation aus Hannover zum Beispiel beim GVH, wenn ihr dort euch ein Kurzstreckenticket kauft, ja, weil das gilt ja meistens immer nur für Haltestellen, dann könnt ihr rein theoretisch 3 Haltestellen mit dem Bus fahren und 2 Haltestellen mit der Straßenbahn, ja, und dann ist Feierabend. Dann muss man sich dementsprechend wieder ein neues Ticket kaufen. Bei einem Einzelticket, da braucht ihr euch nicht beim jedes Mal neu Betreten des Busses ein neues Ticket kaufen, weil zum Beispiel das Einzelticket auch eine zeitliche Beschränkung hat. Ja, bei uns zum Beispiel kostet ein Einzelticket 2,50 Euro. Für den Nahbereich ist das dann ganze 2 Stunden gültig und da kann man auch dementsprechend beliebig umsteigen. Manche Verkehrsunternehmen, da gilt es nur 90 Minuten. Aber innerhalb dieser 90 Minuten könnt ihr in einer Richtung natürlich auch in einen anderen Bus einsteigen, wenn ihr zum Beispiel jetzt einfach umsteigen müsstet. Aber dies gilt bei einigen Verkehrsunternehmen nur in einer Richtung. Ja, sprich, ich sag mal ein Beispiel Hannover, nehme ich mal ein Beispiel, die Situation. Ihr kommt aus Hannover und möchtet gerne jetzt nach Bente. Ja, dann könnt ihr dementsprechend mit der Stadtbahn, mit dem Einzelticket von Hannover aus bis nach Empelte fahren und steigt dann von da aus in den Bus, der bis nach Bente fährt. Das geht. Aber auch nur in einer Richtung. Ihr könnt jetzt nicht meistens bei den vielen Verkehrsunternehmen aussteigen und dann gleich mit dem gleichen Einzelticket wieder zurückfahren, weil auch meistens auf den Tickets auch so ein Zonenvermerk mit drauf ist. Das ist ein bisschen kompliziert, das ist halt Tarifsystem Deutschland. Das ist aber auch von jeder Stadt wiederum anders. Ja? Also es gibt Einzeltickets, die gelten nur in einer Richtung. Und bei uns hier zum Beispiel in Hameln, Bad Pyrmont, da gibt es Einzeltickets, die gelten in allen Richtungen. Unabhängig davon, wie oft ihr umsteigt oder wie auch immer. Quasi so ein Mini-Tagesticket für 2 Stunden, kann man ja eigentlich auch sagen. Ne? Ja, Mikro-Tagesticket. aber zu eigentlichen grundsätzlichen Fragen, dürft ihr mit einem Einzelticket auch umsteigen? Gibt es ein ganz klares Ja, klar. Also, ihr wisst natürlich, wie immer, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like da, diskutiert, kommentiert, argumentiert und dann sage ich in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Herr Busfahrer. Wenn ihr das noch nicht getan habt, lasst mir ein Like da, ne? Und abonniert gerne diesen Kanal. So, Frage beantwortet. Das ist nice. Wo ist Service? Servicewüste Deutschland, ne? Jo. Cool. Sehr gut. Dann bin ich ja froh, dass du jetzt ein sehr stolzer Besitzer eines Einzeltickets bist. Dann bin ich wieder ein bisschen schlauer. Vielen Dank, Herr Busfahrer. Wünsche dir noch einen schönen Tag.